Liebe Leute, wir waren weiter. Wir haben immer noch vorgerückte Stunde auf Twitch. Liebe Leute auf YouTube, stellt euch das vor. Wir sind auf Twitch beim Livestream bei der Aufzeichnung mittlerweile an einem Werktag um 20:11 und es sind immer noch 500 Zuschauer da. Wahnsinn. Totale Begeisterung für unsere Abenteuer mit dem VfR Ahlen. Ahlen. Wir machen weiter. Wir lassen es nicht unterkriegen. Letzte 5 Spiele, 3 Niederlagen plus der Traumsieg im DFB-Pokal-Halbfinale. Das Saisonende immer die besonders spannende Phase. Es sind zu spielen noch 5 Spieltage, erste Liga. 5. Plus das DFB-Pokalfinale gegen Dortmund, gegen die Mannschaft, die uns eben verputzt hat. Zum zweiten Mal in der Saison schon. Wird es ihnen auch ein drittes Mal gelingen? Oder können wir beim dritten Mal überraschend dann zuschlagen? Fans, wir schicken ihnen jemand zum Training hin. Beschenken die? Einmal Weiterbildung. Einmal Scouten. Das war's schon. Verletzt ist, glaube ich, keiner. Und weiter geht's. Die letzten Gegner mal zeigen. Das sind die 5 Spiele, die wir noch haben. Zu Hause gegen den HSV. Auswärts in Stuttgart. Zu Hause gegen Wolfsburg. Auswärts in Köln. Und das sind die, die in der Tabelle direkt vor uns stehen. Im Moment. Und gegen Gladbach am letzten Spieltag. Dann die lange Reise nach Berlin. Das sind die 6 Spiele in dieser Saison noch. Eins so krass wie das andere. Können oben noch ein paar, wir haben mittlerweile wir können wieder ein paar Leute mehr losschicken. Das ist deshalb, weil der Felix Udogwaitz komplett durchgescoutet ist. Wir müssen dringend noch schauen, ob wir den Fans noch eine Werbeaktion machen. Ja, nee, können wir nicht. Wegen einem Sponsor mit der Verlängerung? Mit welchem denn? Nein. Das hat Zeit. Darüber müssen wir jetzt nicht machen. Das hat alles Zeit. Stellt euch vor, wir würden das Finale gewinnen durch ein Wunder. Dann hätten wir einen viel höheren Stellenwert. Dann würden wir auch viel mehr Geld bekommen. Vielleicht geschehen ja noch Wunder. Defensive mit langen Bällen bis ans Maximum fast trainiert. Ich würde gerne noch mal gucken, was wir von unseren Fähigkeiten her sonst machen könnten. 5er bei defensiv mit langen Bällen, 4er Talent hier, Ballbesitzboost, weil 5er Talent, kontrollierte Offensive könnten wir auch trainieren, statt direkter Angriffsfußball. Einmal 4 Sterne, das ist immer komplett trainiert, Aufwand extrem hoch. Kontrollierte Offensive ist nicht ganz so krass. Direkt nach dem Ballbesitzfußball auf 5 Sterne. Fähigkeit hochtreiben. Aufwand ist genauso hoch wie beim Ballbesitzfußball. Ich muss aber dafür mal in meinem vielen Zettelchen gucken, was wir dafür trainieren müssten. Hier ist es. Die kontrollierte Offensive müssten wir trainieren, kontrolliertes Umschaltspiel oder Rondo-Varianten. Das können wir machen. Rondo-Varianten trainieren wir oft, das hilft auch beim Ballbesitz. Das ist eine coole Idee. Dann haben wir nämlich eine Alternative, die nicht so ganz extrem ist. Das würde ich gerne mal machen. Trainieren wir kontrollierte Offensive. Dafür brauchen wir Rondo einmal hier. Und aber das letzte Woche, glaube ich, haben ausfallen lassen oder mehrfach. Können wir sogar nochmal. Die Zweikampfwerte müssen extrem groß sein. Das hier nochmal machen.
Müsst nur bei der Intensität dann entsprechend woanders runtergehen. Eckenrückraum ist groß, da würde ich gerne noch mehr investieren. Torabschlüsse bleibt, das bleibt auch. Schnelles Umschaltspiel braucht man eigentlich nur für defensiv lange Bälle und für Konter. Konterwert ist extrem hoch. Das heißt, wir könnten auch hier kontrolliertes Umschaltspiel trainieren für diese neue Spielphilosophie. Das können wir machen. Ja? Individuelle Fähigkeiten lohnt sich kaum noch. Ich würde lieber mal trainieren. Nochmal Distanzschüsse oder Dribbling? Distanzschüsse ist schon auf dem 80er Wert. Mal Dribbling hier. Okay. Ein Managerpunkt bei der Weiterbildung. Jamie, Doppel-Strafraumbeherrschung, bringt jetzt 11-3 auf den Platz. Wie hoch ist seine Form? Er hat bei der Form total zugelegt. Er hat wieder 8er Form. Jamie, kommt zurück. Das ist so wichtig in dieser Phase der Saison. Der war bis auf 5-mal abgesagt, hat jetzt den Formwert von 8 wieder. Das ist cool. Dann nehmen wir ihm irgendwo noch ein anderes Doppelplus, oder? Er ist ein Dreier-Talent. Ein weiteres Doppelplus kriegt er nicht hin. Aktives Mitspielen, Fangsicherheit, 1 gegen 1. Also für die Spielphilosophien wäre es natürlich cool, wenn er aktives Mitspielen könnte. Ne? Das wäre sehr hilfreich. Das würde auch unser Kreativitätsindex hochsetzen. Abwürfe sicher auch. Abwürfe, Abstöße, Fangsicherheit. Das ist bei Flanken. 1 gegen 1. Wie oft passiert das, dass wir in 1 gegen 1 Situationen kommen? Oft, glaube ich. Wir haben oft Leute direkt vor uns und die netzen oft ein. Das kann er bislang noch nicht. Also das fände ich eigentlich cool. Von da ging es dann rauf nach Freistöße. Das über Freistöße schießen, glaube ich, und nicht abwehren. Ne? Abstöße Doppelplus hier oben. 1 gegen 1 Doppelplus hier hinten. Also ich glaube 1 gegen 1. Das würdet ihr machen. Wenn du Fangsicherheit nimmst, dann schaltest du unten 3 Sachen frei, meint Akira Nagasaki. Schalten wir frei Elfmeter, aktives Mitspielen und Freistöße. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, diese ganzen Standardgeschichten, das hilft uns, glaube ich, gar nicht weiter. Ich glaube, das ist nur, wenn man die selber schießt. Das müssen wir den Gerald mal fragen, den Entwickler. Ich bin mir aber nicht sicher. Also 1 gegen 1 ist etwas, was uns sofort hilft. Und 1 gegen 1, wo geht es dann weiter, ist hier oben. Das sollten wir dann direkt machen können. Wenn wir hier 1 gegen 1 freischalten, sollten wir hier in die Zweierstufe direkt reinkommen. Wo ist denn Fausten 2? Im Augenblick nirgendwo. Wir gehen hier rein. Finde ich cool. Fanclubs beschenkt. Vorstandssitzung. Aalen gegen Hamburg. Hinspiel 4-0 für uns. Könnte sein, dass die Mannschaft uns liegt. Aber die haben einen ganz guten Lauf. 3 Spiele gewonnen. Die haben eine Form von 7-5 unten zu sehen. Wir eine Form von 7-8 im Augenblick. Frische Werte und Konditionswerte auf Augenhöhe. Gegner 106 gegen 96. 10 Punkte unterhalb von uns. So, mit der Mannschaft wieder antreten. Heimspielen. 3 Offensive, 4 Offensive. 4 offensive Kräfte bei denen und Dreierkette. Bei der Dreierkette spielen wir mit 2 Zentralen, glaube ich, oder? Ich glaube, ja, wir spielen mit 2 Zentralen. Da müssen wir ein bisschen was riskieren. Wir brauchen die Punkte. Wir spielen mit 2 Zentralen, anders geht's nicht.
So spielen wir. Der hat 5, Bantovic hat eine 7, dann können wir wieder mit Urea spielen. Im Tor Louis Foster, Jamie. Spielt mal wieder gegen Foster, statt Foster. Wir haben 2 Kreative auf dem Platz, mit Marcel Marc und mit Perez. 2 Anführer, 3 Anführer, Analytiker sind auch da. Sinclair hat mittlerweile eine Kondition von 66 und könnte auch wieder eingesetzt werden. Er müsste nur ausgetauscht werden gegen Toni. Er beginnt, geht zur Halbzeit raus. So stelle ich mir das vor. Einmal 3 Kreative auf dem Platz. Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Ja, so kann man auftreten. Und ich würde die sogar etwas weiter innen einsetzen hier. Denn die Lücken sind auch hier. Da sind die Lücken. Und wir operieren wieder mit unseren Spezialangriffen nach langer Zeit mal wieder, Leute. Mach ich danach. Dass wir hier in die Schnittstellen versuchen reinzukommen, ja? Und die sind stark über die Flügel. Wir versuchen hier in die Schnittstellen reinzukommen. Auch mit den beiden Zentralen. Und mit denen hier. Alles klar, so versuchen wir es. Jetzt noch die Frage, Duka Hacic oder rechts Vinicius Pedrosa, der hat seine Form verbessert. Duka 2 Punkte mehr Form, er nominell stärker. Ja. So kann man spielen. Die Frage ist immer schnell hart noch rein. Für jemand anders, ich denke nicht. So spielen wir, Leute. So machen wir das. Wir spielen mit Ballbesitzfußball. Noch nicht mit der kontrollierten Offensive. Die müssen wir erst besser können. Neutral. Wir wollen hier rein. Da geht's rein. Das ist die Hauptgeschichte. Da wollen wir hin. In diese Lücken hier. Da wollen wir vorstechen. Okay. Pressing, Ballbesitz, Fußball. Kurze Ecken können wir nicht. Rückraum wollen wir ballern. Wollen wir den Mittelstürmer von denen in Manndeckung nehmen, Simon Terodde. Ein 8-1er, hat ein paar gute Eigenschaften, aber nicht so viel, muss nicht sein. Torriecher Doppelplus, habe ich aber keinen Bock drauf. Wird nicht gemacht. Dann nehmen wir uns auf viel Offensivpower. Wir versuchen es mal ohne. Vielleicht klappt es ja. So, jetzt gehen wir in den Angriffseditor und diese beiden Geschichten hier, die sind direkt für die Schnittstellen. Die werden aktiviert, die beiden hier. In die Schnittstellen rein. Urea könnten wir pushen. Rechts außen, zuletzt Pantovic immer. Vielleicht macht er sogar heute sein Tor, oder? Die Mannschaft ist schlechter. Wir sollten also auf Fokus gehen. Ein ganz normales Spiel, das wir professionell angehen. Plus 2 auf Fokus. Alles klar? Ballbesitz sofort bei uns. Eine gelbe Karte für den HSV. Die spielen defensiv mit langen Bällen wie mit Ballbesitzfußball. Ahnen kommt, RW. De Lorenzo, das ist in die Schnittstelle. Ist das unser Angriff? Nein. Obertin schießt und... Ja! Ja! Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis! Louis Overton, 7. Tor. Perez, hängende Spitze, hat das die Vorlage gegeben. Ahlen kommt. Spielt weiter, Pedrosa. Martin. Dribbelt sich in die Mitte, im Strafraum. Links Außenverteidiger, flankt. Draußen Polita, völlig frei. Nielsen hält. Ahlen ist um 2 Plätze in der Tabelle geklettert, gerade wird durchgegeben. RW. Ahlen spielt weiter. Das ist unser Spezialangriff 3, wird uns oben angezeigt.
Ecke, Faust oder Lorenzo. Wuchtet ihn in den Rückraum. Haben wir Eckenrück? Marc, passt doch. Der ist doch. Der ist der Meister der Distanzschüsse. Der sollte selber ballern. Wieder Faust Lorenzo. Wieder. Komm, such den Marc. Such den Marcel Marc Luxemburger. Marc, da ist er. Jetzt schieß selber. Schießen. Warum schießt er nicht selber? Wir sind drückend überlegen. Leute, ich will ein weiteres Tor sehen. Ahlen kommt. RW. Dribbelt sich nach vorne, passt steil auf Pedrosa. Im Strafraum drin. Gib ab, wer ist frei? Polita. Zielwasser saufen. Nur ein Tor vorne, nur ein Tor. Zwei Tore verdient, eins von Adel. Angriff nach Angriff. RW, De Lorenzo. Der zentrale Mittelfeldspieler. Schießt aus dem... Ja! 2-0. Und die drei Punkte sind genauso viel drei Punkte wie die, die wir bekommen hätten. Elfmeter gegen Dortmund. Ja! Ich halte mich ein bisschen mit dem Jubel zurück, weil ich will die lieben Nachbarn nicht wecken. Ich weiß, es ist zwar alles hier mit Bücherregalen umstellt um mich. Teppichboden habe ich auch, aber trotzdem da oben. Ich habe ein kleines Kind und so, ist mir irgendwie peinlich dann. Oh. 3-0. Hängende Köpfe beim HSV. Sag. Allen. 3-0. Die liegen uns. Das sind diese Schnittstellengeschichten. Diese Formation liegt uns. Hier gehen wir rein, in diese Lücken. Das haben wir auch auf dem Platz gesehen. Genau hier waren auch die Angriffe. Genau hier in diesen Bereichen. Habt ihr eben gesehen. So. Taktik bleibt so. Alles bleibt so. Alles bleibt so. Wen loben wir? PB brüllt die Kinder raus. Das Nachbarkind von oben sollte auch einen Ahlenstrampler Geschenk kriegen, ja. Das heißt übrigens genau wie ich, das nicht WB, das heißt auch Daniel. Ernsthaft, ohne Scheiß. Der kleine Daniel dort oben. Nur seine Haut ist ein bisschen dunkler als meine. Und er ist ein bisschen jünger. Aber, und er hat jetzt schon mehr Haare auf dem Kopf, ohne Scheiß. Wen loben wir, wen tadeln wir? Perez wird natürlich total gelobt. Du spielst super. De Lorenzo, geniales Spiel. Und weiter, ja? Faxe. Hier, kleiner WB, hier ist ein Strampler, gehörte vor dem kleinen Dugacic, ja. Da echt, auch ein kleiner süßer Daniel, ganz, ganz bezaubernder. Krabbelt oben die ganze Zeit schon rum und es, ich habe leider, es ist kein Schallschutz hier. Ich höre ihn immer krabbeln hier. Fossil Lorenzo. HSV kontert. Tordifferenz könnte ausschlaggebend sein am Ende der Saison, ohne Scheiß. Eins gegen eins und vorbei. Wir trainieren eins gegen eins. Ecke, wieder Fausto de Lorenzo. Marc, Fernschuss. Schieß doch einmal selber. Vorlage gegeben, Tor nicht. Defensiv mit langen Bällen gegen Ballbesitzfußball. Wir bleiben am Drücker. Die haben den Einsatz runtergeschraubt, die Mannschaft. Habt ihr gesehen? Sehr gut. Freistoß, Hudson Sinclair. Black Panther, falls du noch da bist, hast du mal den Gamesplend-Link? Wir werden gerade gefragt von David, wo man das Spiel bekommen kann. Mit unserem Gutscheincode, falls Black Panther noch da ist.
Oh, was denn dribbelt nach vorne? Passt und? Urea? Ja, 4-0. 4-0. Vorlage New Overton, 4-0. So wichtig fürs Torverhältnis. Und wir machen weiter, Leute. Danke, Matze. Wir machen weiter. Hamburg kontert. 70. Wir müssen jetzt nochmal durchwechseln. Aus der Entfernung daneben. Ich glaube, unser Torwart ist auch einschüchternd für die Gegenspieler. Die Formation bleibt so. Und jetzt können wir, wenn wir gut weiterspielen, ein paar Leuten vielleicht noch die Gelegenheit geben, ihre Form zu verbessern. Pantovic hier vorne hin. Elvedi in die Mitte gegen Hudson-Sinclair, der total abgebaut hatte. Drei Wechsel noch möglich. Die haben alle gute Form. Pausan gegen Mark, der auch eine gelbe hatte. Wir müssen ein bisschen auf die Mannschaftswerte achten. Zwei Anführer noch drin und zwei Analytiker. Zwei Kreative. Jetzt können wir noch zweimal wechseln. Ich würde gerne Jamie durchspielen lassen. Wir könnten Lampi reinnehmen. Weil Peres hat eine Note von 1-0, dann verbessert er ohnehin seine Form. Jetzt wäre nur ein Wechsel möglich. Sollten wir auch machen. 70. Könnten Echeberri hat eine 10er-Form. Haufenweise Kreative. Hatschitsch hat auch eine 10er-Form. Irgendjemand schon von der gelben bedroht nicht. Wir könnten rechts nochmal Hatschitsch raus. Und die bei Hatschitsch wollen wir ja aufbauen. Der braucht viele Einsätze. Alles klar? Einsatz bleibt bitte oben. 4-0. Fünfmal gewechselt. Beide spielen Ballbesitzfußball jetzt. Chat möchte Lampi, brüllt Melanie. Hatschitsch, Duka. Frisch rein, Duka. Immer Duka. Kannst doch mal irgendwie Mannschaftsdienlicher spielen, Duka. Sonst nehme ich dir den Strampler weg. Ob die Neuen sich jetzt so ausgezeichnet haben, das glaube ich irgendwie nicht. Duka hat schon Schatten 3-0 bekommen, immerhin als Note. Sehr schön. Und wo stehen wir jetzt? Ja, Platz 7. Wir sind wieder auf einem Europapokalplatz, Leute. Wir sind wieder auf einem Europapokalplatz. Aber das nächste Spiel ist, glaube ich, irgendein ganz fieses, ne? Gott, das ist die zweite Bundesliga. Wo sehen wir denn unseren nächsten Spieltag? Das sehen wir gleich irgendwo. Also das nächste war irgendwie ein... Gott, ich will so, das nächste war irgendwie so ein Ekelspieltag, Spiel, oder? Wo war das nochmal? Wo kann man das hier sehen? Hier nirgendwo, ne? Boah, guck mal, Tabellenplatzentwicklung. Von Ahlen. Wir waren aber nicht auf dem ersten Platz, wir waren nicht Tabellenführer, das stimmt nicht. Ach so, wir waren im grünen Bereich, wir waren, glaube ich, auf Platz 3, ne? Naja. Das geht hier, wir waren ganz stabil die ganze Zeit auf Platz 6. Okay. Mhm. 7-mal fiel der Videobeweis für uns aus und 0-mal gegen uns. Das ist ja cool. 4 Elfmeter bekommen, 6 gegen uns gepfiffen. Interessant. 54 Tore wären zu erwarten gewesen bei uns. 51 haben wir geschossen. Das ist nicht so cool, wie ich gedacht habe, obwohl wir ganz viele Torabschlüsse gemacht haben. 51 Gegentore zu erwarten, aber nur 43. Das könnte für die Qualität unserer Torwarte sprechen. 43 Gelbe bekommen. Okay. Interessant. Taktischer Stand, was ist denn das? Ach, interessant. Ja, das wissen wir alle schon. Mhm.
Hi Masse. So, ein Spiel schaffen wir heute noch, oder? Sollen wir noch ein Match machen? Ja, komm, noch ein Spiel. Ecken im Rückraum deutlich verbessert, das ist super cool. Batikan Kanat aus der zweiten Mannschaft. Stufe 2. Das ist, den hat die KI sich mal besorgt von irgendwoher, den 30-Jährigen. Vincent Williger, mal geht Kompetenz runter, mal rauf. Mechelen hätte uns gerne. Erste Liga Belgien, Tabellen 15. Schweden besser. Dann kann man als nächstes pushen, zum Beispiel vielleicht Norwegen. Griechenland. Ach, die sind immer so kompliziert auszusprechen. Das traue ich mich nicht. Russland. Gucken, ob wir irgendwo einen Russen kriegen. Das scheint auch ein Einer zu sein. Eine Einerstufe. Ademovic. Aus dem haben wir gleich Doppelfausten. Einmal Russland. Einmal Weiterbildung. Einmal Fans gucken. Werbeaktionen. Muss man noch machen. Das geht das am effektivsten hier. Kostet wenig, bringt zwar nur 25%, aber ist in 7 Tagen durch. Wals-Sietzenheim und Spiesen-Elversberg. Die haben, glaube ich, einen Verein auch. Elversberg, ne? Einmal die hier. Einmal in einer Woche durch. Genau. Dann nochmal einen Spieler schicken. Einmal Philipp. Echeberry. Fangruppe besuchen. Keine Verletzten. Das ist ganz hilfreich im Augenblick. Wollten wir nicht den Vertrag verlängern mit Licip Ademovic? Das ist ein 25er. Der ist jetzt zum 8er, der sich verbessert. Ist ein 8-4er. Wir gucken mal, ob wir um ein Jahr verlängern. Weil er ist ja schon 33. Wenn Pech haben, wird er abgewertet. Aber er ist gerade zum 8er geworden und hat 8-4. Ist kurz vor einem Doppelplus bei Fausten. Komm, wir machen das. Ist er zufrieden? Das könnte schwierig werden. Wir schauen mal. Können wir ihn vorher loben für irgendwas? Für die Entwicklung, ne? Können wir ihn loben, die er zuletzt hatte. Gucken, ob das geht. Danach gucken wir, ob wir seinen Vertrag verlängern. Weil der ist zwar nominell nicht der Stärkste mit so vielen coolen Eigenschaften. Ich bin ein Fan von dem. Der muss gar nicht spielen, Writing Couple. Der ist einfach unser dritter. Wie viele Torwarte haben wir in der ersten Mannschaft? Oh, wir könnten mal einen runterschicken, ne? Wir haben 4 Torwarte, glaube ich, hier oben. Ja, wir können einen runterschicken. Wir könnten ihn den Vertrag verlängern. Ne, der ist. Wo ist er denn? In welcher Mannschaft? Hier, da ist er. Oh, Marcel Mark hat was. Ach, der ist gesperrt. Den könnten wir runterschicken, die zweite Mannschaft. Zuerst verlängern wir den Vertrag, dann schicken wir ihn runter. Oder wir schicken Frederik Rönno runter, der total formschwach ist. Aber ein Zehner. Einen der beiden schicken wir runter. Wir schicken Frederik Rönno in die zweite. Vielleicht baut er da wieder Form auf. Ich weiß, ich habe so ein diabolisches Gesicht. Ich weiß, das ist unser Aufstiegsheld. Irgendwas bringt mich da so fies zum Grinsen, aber ihn oder, also Frederik Rönner ist ein Zehner, er ist ein Achter, aber hat so gut trainiert, dass er fast ein Neuner ist. Und er ist in der Form von Neun und Rönner in der Dreier. Wir schicken Frederik Rönner runter in die eine Mannschaft runter. Ademo mit in die zweite, wir schieben es mal. Aber die zweite hat keinen guten Torwart, ne?
Die hatten Dreier. Wir geben denen einen guten Torwart. Wir geben denen Frederik. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen gerade. Aber ich mach's trotzdem. Unser Aufstiegshelter. Eins runter, bitte. Charity Aktion. Ja, machen wir, komm. Ist okay. VfB Stuttgart, auswärts. Wir wollten trainieren die kontrollierte Offensive. Da sind wir weit von entfernt. Und die trainieren wir mittels kontrolliertem Umschaltspiel und Rondo. Konterwert extrem hoch. So. Das packen wir hier rüber. Und hier packen wir irgendwas rein. Wie Ecken, Rückraum oder Distanzschüsse. Wir pushen nochmal die Distanzschüsse. Ich habe ein bisschen bei der Frische jetzt reduziert. Also bei der Härte des Trainings reduziert, weil wir einen harte Trainingseinheit gegen den Lascher ausgetauscht haben. Ich habe weiterhin das Problem, den Eindruck, wir haben weniger ein Konditionsproblem als mehr ein Frischeproblem, wenn überhaupt. Alternative wäre, wir könnten auch übrigens einmal hier noch... die aktive Erholung hier nochmal dazwischen schieben. Und stattdessen hier vorne die Kondition erhöhen. Gucken, was das bringt. Ein Managerpunkt. Er verbessert sich, bevor wir den Vertrag verlängern. Da müssen wir durch. Als nächstes trainiert er Elfmeter. Wir wollten ihn loben für seine Form, loben wir ihn mal. Er freut sich. Ich mache jetzt eher mit uns. Noah Katterbach, ebenfalls besser geworden. Besser geht nicht. 9-1 Maximum. Guten Tag, Chef. Ja, guten Tag. Spielerberater, Lipze, was hat er... Was? Wie bitte? Er will 1 Million haben? Ich muss mal ganz kurz irgendwie... Ich glaube, ich kneife mich mal. Aua! Ist das immer noch da? Vielleicht träume ich ja nur. Ein bisschen Wasser trinken. Ich träume mich nur. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schrecklicher Albtraum. Einfach ein Albtraum. Ein ganz furchtbarer Albtraum. Ich weiß es nicht. Im Ernst, das geht doch. Das ist doch absurd. Das ist unser dritter Torwart und der will mit. Ja, okay, er ist ein Achter. Und es ist ein verdammt guter Achter. Er ist 33, aber Leute. Ach komm. Wir geben ihm das Geld, aber so viel. Ja, wir brauchen einen guten, wir brauchen 3 Torwarte, auch für die neue Saison. Und ich finde ihn toll. Wenn wir Pech haben, geht er eine Stufe runter. Vertrag bis 27, Vertrag läuft bis 25. Man hätte gerne einen bis 27. Boah, was habe ich gemacht? Hätte ich bloß, warum mache ich denn so einen Scheiß? Ich hätte ihm gar nicht einen Vertrag anbieten sollen. Er will in Geld ertränkt werden. Wenn wir Pech haben würde, bekommt er gleich eine altersbedingte Abwertung. Boah, ich bin so sauer. 65 ist eine Menge. Mit 65 kann man ihm
30% abziehen. Dann gingen wir runter auf 700.000. Ich denke, das sind 30% weniger. Spieleberater ist doof. Können Sie mal ausprobieren. Die Prämien bekommt er nur, wenn er auch spielt. Das ist fast Niederfall. Insofern alles gut. Die Vertragslaufzeit ist bitter, aber er macht's nicht runter. Ich kann nicht runtergehen. Wir haben jetzt 24, das ist ein Vertrag, hat er bis 25, das ist dann also ein 3-Jahres-Vertrag. Ach komm, er kriegt ihn. 750, ah, das ist... Der wird die 650 werden nicht klappen, ich versuch's aber mal. Tja, Konfetti gibt's hier nicht umsonst. Ich hab gleich noch einen Termin. 650 war drin. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Haben wir geschafft. Drunter kann man nicht machen. Wir könnten noch ein bisschen was anderes reduzieren, aber Prämien, der spielt eh nicht so oft. Die Vertragslaufzeit machen wir Kopfschmerzen, aber wir machen's. Er ist ja richtig gut. Noch ein zweiter. Matze, danke dir. Könnt ihr bitte mal den Ligi mal außer Gefecht für den Matze, für den Rest des Streams. Einfach rausnehmen. So, Stuttgart zuletzt. Form bei denen bei 7. Form bei uns bei 8,2. Ein Formpunkt im Schnitt besser. Frische Wert bei denen extrem hoch. Bei uns um 10 Punkte geringer. Kondition etwa auf Niveau. Auf gleichem Niveau. Die haben einen Wert von, die haben 10 Punkte mehr als wir. Das könnte eines der 6-Punkte-Spiele sein. Wenn die müssen wir auf Distanz halten. Wenn die uns besiegen, sind die in der Tabelle 1 Punkt vor uns und nehmen uns den Europapokal weg. Das ist ein 6-Punkte-Spiel hier. Stuttgart gegen Aalen. Das müssen wir nicht gewinnen. Wir müssen einen Unentschieden brauchen wir. Und die spielen mit 5 Offensiven. Wir spielen mal wieder mit 2 Defensiven. Mit 4-2-1-3. Danke, Matze. Mit 4-2-1-3. Und nehmen als defensiven Mittelfeldspieler den Echeverry rein. Mark auf die andere Seite. Dewey Overton hier vorne. Oder Fausto Lorenzo. Mark ist gesperrt. Scheibenkleister. Das ist jetzt doof. Das ist doof. Den könnten wir so gut brauchen. Scheibe. In dem Spiel rot hier unser Torschützen. Bester Torschütze. Rot-gelb gesperrt in dem 6-Punkte-Spiel bei Stuttgart. Das darf doch nicht wahr sein. Ausgerechnet der ist gesperrt. Unser mit Abstand bester Mann, der Tor um Tor ballert hier. Oh, jetzt können wir nicht mit. Wir können mit 2 Defensiven spielen mit ihm, aber dann. Beide haben auch gute Form. Das können wir machen. Aber Viktor Paulsen hat ja auch immer so einen miesen Zufriedenheitswert. Ne, es geht mittlerweile. Er wird sogar als Kapitän dann eingesetzt. Ich glaube, er ist so halber Linksfuß. Ne? Der ist nur Rechtsfuß und. Pardon. Und Echeverry ist der Linksfuß. Hudson Sinclair für die Offensive, das macht Sinn. Rest stellt sich fast schon von alleine auf. Sinclair hat eine schlechte Fitness, ist aber als Kreativer unverzichtbar. 2 Kreative, ich hätte gern einen Kreativen mehr noch auf dem Platz. Aber wer könnte das sein? Louis Foster wäre ein Kreativer, aber Jamie ist mittlerweile in Form, der Stammtorwart. Wer ist der Elvedi als weiterer kreativer Innenverteidiger? Teru RW ist ein Muss. Wo ist noch ein Kreativer auf dem Platz? Einer, 2. 2 Kreative ist das Minimum. Louis Foster ist noch ein Kreativer. Elvedi ist ein Kreativer. Dann, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Unser Lampi. Aber er ist auch ein Kreativer, das macht keinen Sinn. Mit
verliebt in zwei Kreativen. Flügel sind schwach besetzt. Die ziehen die in die Lücken rein hier. In die Lücken kommen die Außenstürmer rein. In die Lücken. Ja? Im Prinzip klappt das so. Ist irgendein Formschwacher in der ersten Mannschaft? Nein, wir haben alle gute Formen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf der Bank. Philipp draußen. Oder Schnellharte draußen. Wir könnten auch, wir haben zwei Anführer, nee, wir haben zwei Anführer auf dem Platz. So können wir spielen. Ich bin nur nicht sicher, ob Winkel auf der Bank sein soll oder ob wir Schnellhart auf die Bank nehmen. Den kann man schon mal auf dem linken Flügel einsetzen. Wir machen es so. So machen wir es. So könnte es klappen. Hinspiel war 2-2. Ich kann mich vage an ein knüppelhartes Spiel erinnern. Gegnerischer Torwart. Sehr ausgeglichen stark. Gibt es irgendjemand bei denen, der ein bisschen schwächer ist als die anderen? Der Problem hat bei der Ballbehauptung zum Beispiel. Kann man echt nicht sagen. Haben die irgendwo einen Schwachpunkt? Keinen. Müssen wir deren Mittelstürmer in Manndeckung nehmen? Ja, können wir machen. Doppeltorriecher, Doppelschusstechnik, bester Mann in der Offensive, Nicolas Gonzalez, der kommt in Manndeckung beim Teru RW, der hat Manndeckung als Plus. Ja? Wir beginnen mal mit absichtlichem ruhigen Aufbauspiel. Stärken etwas die Defensive und spielen dann mit ordentlichem Pressing. Ecken in den Rückraum, Distanzschüsse. Manndecker auf Nicolas Gonzalez. Wichtiges Spiel. Die eigene Stärke, die brauchen wir eigentlich fürs Finale. Oder nehmen die Taktik fürs Finale. Also wir haben das Finale im DFB-Pokal gegen Dortmund. Ich stecke uns bei der Stärke sowieso weg. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir gegen Dortmund die 5 Stärke raushauen. Gegen Stuttgart raushauen. Weil ich weiß nicht, ob das gegen Dortmund so hilft. Vielleicht steht uns Wut zur Verfügung. Nee. Werden wir gegen Dortmund eher auf die Taktik gehen oder auf die eigene Stärke? Was glaubt ihr? Im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund. Holen wir uns dann 3 Punkte auf die Taktik oder holen wir uns dann 5 Punkte auf die Stärke? Was meint ihr? Ich glaube auch eher, dass wir gegen Dortmund auf Taktik gehen. So wie Link Volganya das meint. Und Stärke jetzt, Raman, genau. Weil gegen Dortmund ist es völlig egal, ob wir ein paar Stärkepunkte mehr oder weniger haben. Die sind uns turmhoch überlegen. Das wird die Partie nicht entscheiden. Wir gehen auf Taktik. Wir setzen 3 Punkte auf Taktik. Oh, das war der Fokus. Entschuldigung, ich habe das verwechselt. 3 Punkte auf Taktik hier. Okay. Welche Spieler boosten wir? Viktor Pausern, der spielt selten. Den boosten wir auf jeden Fall. Das ist keiner der ersten Mannschaft. Die Brüder. Wir können eh nicht alle boosten nachher gegen Dortmund. Der Torwart nicht, den boosten wir gegen Dortmund. Hudson Sinclair, der ist, wenn der im Finale steht, ich finde, das ist für uns ein Schlüsselspieler, kreativer Innenverteidiger, der macht so viele coole Sachen. Echeberry wäre eine Möglichkeit, er spielt nicht zwingend immer. Den könnten wir boosten. Aber es könnte aber auch sein, dass wir gegen Dortmund mit 2 Defensiven spielen, dann könnte sein, dass Fossil Lorenzo nicht spielt. Wir pushen mal Fossil Lorenzo. Die beiden. Sollen wir Geld in die Hand nehmen? 5.000. Extra Prämie. 6.000. Ich habe Taktik ausgewählt, das wollte ich. Ach, auf Stärke ändern. Entschuldigt bitte. Ja, natürlich. Auf Stärke wollten wir gehen. Ihr habt völlig recht, Runz und David. Ich habe das Gegenteil von dem. Es ist irgendwie alles so hier. Ich brenne. Ich habe irgendwie eben, ne?
Da macht man vor lauter Begeisterung das Gegenteil von dem, was man ausgetüftelt hat. Jetzt sind wir auf die Stärke. Jetzt müsste eigentlich alles stimmen, ne? Noch ein Haken gesetzt bei der Geldprämie. Alles klar? Bedeutung des Spieles? Geht so. Ich finde, es ist ein super wichtiges Spiel. Alles klar? Freistoß Ahlen, Hudson Sinclair. Oh Mann! Meinen am Tor vorbei! Das ist die Aufregung. Wir sind drückend überlegen. Drückend überlegen. Ballbesitz ganz klar bei uns. Super sehr bei uns. Leute, macht daraus was. Haben wir Ballbesitz? Welche Taktik haben wir denn gewählt? Wir gehen auf Ballbesitz. Jetzt kommt Stuttgart sofort. Gonzales, weit vorbei, Außennetz. Ahlen kommt. Pauson. Polita über den Flügel, rein in die Mitte, Lorenzo passt rüber zu Urea. Rechter Flügel, hin und her, in der Mitte Perez flankt, wer ist in der Mitte frei? Pauson, reingekommen, extra für das Spiel, Kopfball dran vorbei. Leute, fokussiert euch, konzentriert euch, die Stärke habt ihr jetzt. Ballbesitzfußball gegen Ballbesitzfußball. Wir haben aber einen größeren Ballbesitz, das heißt, wir sind am Drücker. Gelbe für die Schwaben. Ahlen kommt. RW. Innenverteidiger. Unser Goldjunge. Lorenzo. Auf den Torwart, mittig auf den Torwart geschossen. Leute, die Halbzeit verpufft. Jetzt kommt eine Motivationsrede, Leute, oder? Wie viele Motivationsreden haben wir? Leute, wir haben noch drei. Eine fürs Finale, zwei für die Liga. Ist das die eine, die wir noch brauchen jetzt? Ich würde sagen, ja. Eine Motivationsrede noch. Für jetzt. Das müsste... Hier liegt was in der Luft. Taktik bleibt so. Ballbesitzfußball. 6 Defensive, die stärken wir mit unserer Taktik. Wir könnten auch vorsichtig defensiv gehen, weil wir jetzt eine Motivationsrede halten. Sicher bin ich mir nicht, ob das klug ist. Viel höher beim Pressing können wir schon gar nicht mehr gehen. Wir gehen 1, machen wir offensiver. Der Rest bleibt genau so. Loben und tadeln. Pauson wird gelobt, er wird so selten gelobt. Spielt's gut. Gilt auch für Sinclair. Alles klar? Rest bleibt so. Jetzt so weiter. Eine Motivationsrede. Die kosten keine Aktionspunkte. Das steht ja zwar, aber das war zu Beginn nach Release. Das ist aufgehoben worden. Männer, wenn das in der zweiten Halbzeit nicht besser wird, dann streiche ich euch eure Parkplätze vor dem Trainingsgelände. So. Das reicht. Ich hoffe, von denen kommt keiner mit dem Bus oder mit der Bahn. Ich hoffe, das sind alles Leute, die nur Auto fahren. Ich sag sowas selten im realen Leben. Ich hoffe, du fährst Auto und machst die Umwelt kaputt. Das sag ich selten. Aber ich hoffe ja, sonst wirkt die Drohung nicht. Stuttgart kommt stattdessen. RW fängt ab. Guter Mann. Ballbesitz immer noch bei uns. Wir sind am Drücker. Ein 0-0 würde reichen, aber ein Tor wäre besser. Die wechseln durch. Haben die gewechselt? Nee, noch nicht. Ja, die haben ein bisschen gewechselt. Wie denn? Ah, ja. Zucker, die bieten uns den rechten Flügel an, Leute. Er wird vorgezogen auf den rechten Flügel. Urea wird ausgetauscht gegen Pantovic. Oder Perez nach rechts. Urea gegen den Knipser Lampi ausgetauscht. Lampi in die Mitte.
Jetzt schleichen wir uns hier ins Sturmzentrum rein. Jetzt bauen wir noch einen, den wir auch rechts im Mittelfeld einsetzen können. Haben wir da einen? Einen, der hier in die Lücke reingehen kann. Ist da einer? Können wir einen der beiden Defensiven auch rechts spielen lassen? Mit 2 Punkte runter. Pausern? Oder Echeberry. Geht beides. Sollen wir das machen? Wer von denen kann bessere Pässe geben? Kurze Pässe. Antritt. Ball gewinnen und er bleibt in der Mitte. Und er geht nach rechts. Ein Defensiver muss hinten reichen. Die Innenverteidiger weiterhin nach hinten zurück. Die machen hinten dicht. Gegen die Spitzen. Ah, 3 Offensive jetzt. Da müssen wir aufpassen. Das ist nicht unriskant. Oder wir setzen Fausto de Lorenzo nach rechts ab. Das können wir auch machen. Dann spielen wir weiter. Ja, das machen wir stattdessen. Wir lassen die Defensiven bleiben hinten. Fausto de Lorenzo schicken wir auf die rechte Seite. Die spielen wir weiter in Defensiv hier. Und den schicken wir hier hin in die Mitte. Hier wäre ein 8-2er. Litos pro Liter kann sogar ins Mittelfeld ausweichen. Da habe ich nichts gegen. So, und jetzt gucken wir, jetzt tauschen wir mal durch, wie wir das machen. Jetzt gucken wir mal, was wir haben, wo wir die frischen Kräfte reinsetzen. Sollen wir Duka Hacic bringen statt Pedrosa? Beides sind Analytiker. Er hat eine Form von 10, Pedrosa von 8. Pedrosa kann er Druck machen. Ballgewinne, Ballbehauptung, Übersicht. Hacic hat auch Übersicht, Doppelplus. Aufbauspiel, Doppelplus. Duka, rechte Seite. Können wir noch weiter? Wir haben 3 Kreative, wir haben haufenweise Analytiker, wir haben 3 Analytiker, wir haben nur ein, wir haben 2 Anführer. Können wir noch irgendwo was austauschen, Leute? Noch können wir das so lassen. So bleiben wir, ne? Rechte Seite gestärkt mit frischen Kräften. Da geht's hin. Da spielen wir. Da geht's hin. Mittelstürmer. Und wir kommen über die Seiten. Erhöhen das Pressing. Jetzt ist da die Frage, sollen wir wirklich mit den weiteren Defensiv spielen? Nein. Wir gehen auf neutral oder wir versuchen sogar mit dem direkten Angriffsfußball mal für einen Moment. Das ist natürlich jetzt echt heftig. Ein paar Minuten lang gucken, was passiert. Das kann furchtbar in die Hose gehen. Ein Unentschieden reicht uns. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ah, dann kommt. Fausto Lorenzo, eine Ecke, komm. Fausto, in die Mitte. Wer ist da? Rückraum. Echeberry, schieß drauf. 6-Punkte-Spiel. Wir sind die gelbe Karte für die Stuttgarter. Wir sind am Drücker. Jetzt müssen wir das auch umsetzen.
Und wir gehen zurück in den Ballbesitzfußball. Gehen auf beim Pressing hier hin. Das scheint ja nicht zu klappen. Gehen wieder auf Vorsicht, auf neutral. Haben uns stark ausgepowert, ohne dass es irgendwas gebracht hat. Müssen wir aufpassen. Hudson Sinclair kann nicht mehr. Wir haben einen Kreativen, zwei. Das sind die einzigen Kreativen. Wenn wir Leistner reinnehmen gegen Sinclair, haben wir ein Problem. Dann müssen wir woanders wieder einen neuen Kreativen finden. Der einzige Kreative ist Elvedi. Wir müssen Elvedi reinnehmen. Zwei Kreative hier. Zwei Wechsel noch möglich. Die haben sich völlig verausgabt. Jetzt nehmen wir rechts rein. Pantovic für Perez, das wäre eine Option, wenn wir weiter Druck machen wollen. Ja? Okay. Wir spielen offensiv weiter. Ein Wechsel noch möglich. Ein Anführer, zwei Anführer, die können wir beide nicht rausnehmen. Letzten Wechsel bleibt oben. Auf dem Feld ohne Elvedi? Was meinst du damit, Rama? Wir haben drei Kreative. Wo denn? Einmal? Zweimal? Wo ist denn der dritte? Ich sehe nicht. Ich sehe nur drei. Ich sehe nur die beiden. Perez? Der spielt doch gar nicht mit. Perez ist doch gar nicht auf dem Platz. Perez ist doch draußen. Ich kann euch gerade nicht folgen. Wir können... Ja, Perez ist raus. Ganz ruhig bleiben. Jeder darf sich vertun. Ich darf mich vertun, ihr dürft euch auch vertun. Wir könnten Overton reinnehmen, um nochmal Druck zu machen für einen Defensiven. Wäre eine Möglichkeit. Ich frage mich nur, ob das was bringt. Weil hier haben die... Wir wollen ja nicht ins offene Messer laufen. 0-0 reicht auch. Mit 0-0 halten die uns auf Abstand. Die bieten uns den Flügel an. Wir machen ja alles. Wir müssen nicht die Brechstange rauspacken. Ne? Wir können... Mit Overton ist ein... Teamspieler, damit könnten wir Pausen rausnehmen. Overton hat Form 8. Wir könnten Pausen rausnehmen gegen Overton. Oder Echeverry, der gelb gesperrt ist. Mit Echeverry wird ein Analytiker rausfliegen. Wir haben schon zwei Analytiker auf dem Platz. Wir könnten das hier machen. Das könnten wir machen. Er als Abräumer. Wir könnten mit ihm sogar ins offensive Mittelfeld gehen. Aber dann können wir nicht die Taktik machen mit defensive Stärken, die wir so gerne machen. Wir haben auf neutral. Und wenn wir auf neutral sind, können wir es machen. Dann gehen wir mit ihm hier hin, mit ihm bleiben wir hier hinten. Der räumt hier hinten alles weg. Und er... spielt im zentralen Mittelfeld als 11-2er oder in Offensiven mit 10-5. In Offensiven mit 10-5. Hat er Schusstechnik, so versuchen wir es kommen. Er bleibt eine Idee, er zieht eine Idee in die Mitte. So versuchen wir es mal. Okay. Und er geht als Knipser weiter nach vorne. Wir erhöhen nochmal das Pressing. Und gehen auf vorsichtig offensiv. Wir haben jetzt fünf Offensive. Wir gehen auf offensiv sogar. Wir haben fünf Offensive auf dem Platz. Ab OOM aufwärts. Reicht uns aus. 0-0 reicht aus. Heftig, ne? Verdiente Tore 0-0 gegen 0-4-5.
Das ist egal. Wir haben die auf Distanz gehalten. Die stehen einen Platz unter uns. Sieg wäre besser gewesen. Jetzt gucken wir uns die Tabelle mal an. Die haben wir auf Distanz gehalten. Auswärts bei denen. Das war kein alles andere als ein leichtes Spiel. Und die ziehen alle weg hier oben. Es geht um die Plätze 6, 7, 8. Hier beobachten wir Stuttgart und hier sollten wir Köln beobachten. Die beiden beobachten wir. Das sind, hier entscheidet sich alles. 31 Spieltage gespielt, 3 Spiele bleiben übrig, dann ist Saison vorbei in der Liga. Da kommt das Pokalfinale in Berlin. 3 Spiele noch und wir haben einen Punkt Vorsprung auf den Platz dahinter. Und die haben das schlechtere Torverhältnis. Das heißt, wir haben de facto 2 Punkte Vorsprung vor Stuttgart. Denn wir haben 10 Punkte Vorsprung im Torverhältnis. Wir plus 8, die minus 2. Und bei Punktgleichheit ist die Tordifferenz, bringt uns einen Platz vorne. Und auf den Platz und auf Schalke haben wir 4 Punkte Vorsprung und die bessere Tordifferenz. Das heißt, wir haben im Prinzip 2 Punkte Vorsprung vor Stuttgart. Das ist okay. Das ist okay. Damit kann man arbeiten. Die ärgern sich. Wir müssen uns nicht ärgern. Lüttich. Erste Liga. Dritter in Belgien. Russland verbessert. Alle gegen Wolfsburg, die haben alle 5 Spiele verloren. Oh, die werden ein Formproblem haben. Das ist cool und wir haben ein Heimspiel. 19.000 Leute kommen bei uns ins Stadion. 19.000 mittlerweile. Torwart boosten. 110 gegen 113. Die haben 5,7 Form und wir 8,4. Wir haben fast 3 Formpunkte Unterschied. Das ist extrem viel. Form gibt es auf einer 10er Skala. Die haben zwar 3 Punkte mehr, aber wir haben mittlerweile doch fast 20.000 Leute hinter uns. Das ist nicht aussichtslos. 3 Spiele noch in der Liga, Heimspiel gegen Wolfsburg, das Schlüsselspiel gegen Köln, Leute. Die spielen in der Tabelle eine Position vor uns. Und dann noch das Heimspiel gegen Gladbach. Wo stehen die in der Tabelle? Unten. Das geht, Leute. Wir haben 3 Spiele, die alle machbar sind. Was sind denn die letzten Spiele von Köln und Stuttgart? Kann man das irgendwo einsehen? Köln und Stuttgart. Köln tritt an, auswärts in Frankfurt, zu Hause gegen uns in Aalen, gegen Aalen und bei Bayern München. Ja, da müssen die doch weggeputzt werden, Leute. Da müssen die doch wegputzen. Und die anderen, die Stuttgarter, Stuttgart, die treten an. In Berlin, das ist immer schwer, in Wolfsburg. Und zu Hause gegen Leverkusen. Also, das ist machbar für uns, dass wir da oben bleiben, Leute. Boah, ist das spannend. Und das Pokalfinale noch in Berlin gegen Dortmund, den Meister, den kommenden.